Und wir unterbrechen hier und schalten jetzt live nach Stockholm zur Bekanntgabe, wer in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wird. And with me today I have two members of the Nobel Committee for Physics. On my right, Professor Tuusch Hans Hansson, who is the chairman of the committee, and on my left, Professor John Wettlaufer, who is also a member of the committee. The Academy met in session this morning. We have taken the decision on the Nobel Prize in Physics. We have contacted the laureates, and now we're here to tell you about it. I will read the announcement first in Swedish and then in other languages. Professor Hansson will make some remarks on behalf of the Nobel Committee, and Professor Wettlaufer will present to you the science behind the prize. Kungliga Vetenskapsakademien har idag beslutat att utdela 2021 års Nobelpris i fysik för banbrytande bidrag till vår förståelse av komplexa fysikaliska system. Den ena hälften av priset utdelas gemensamt till Shukuro Manabe och Klaus Hasselmann för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning. Den andra hälften av priset går till Giorgio Parisi för upptäckten av hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system från atomära till planetära skalor. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales. Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physik des Jahres 2021 zu verleihen. Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi für die Entdeckung, wie das Zusammenspiel von Unordnung und Fluktuationen, physikalische Systeme von der atomaren bis hin zur planetarischen Ebene bestimmt. L'Académie Royale des Sciences de Suède a décidé ce jour d'attribuer le prix Nobel de physique 2021 avec une moitié conjointement à Shukuro Manabe et Klaus Hasselmann pour la modélisation physique du climat de la Terre, l'analyse quantitative des variations et la prédiction fiable du réchauffement climatique. Et l'autre moitié à Giorgio Parisi pour la découverte de comment le désordre et les fluctuations interagissent dans les systèmes physiques d'échelle atomique à planétaire. Karolinska Akademia Nauk Reschila Zevonia Prisudic, Nobelevskiu Premio po Fisike Adnu Palavino, Porvnu Shukuro Manabe Klaus Hasselmann, za fysicheskoje modelirovanje klimata Zemlji, количествени анализ вариации и надежный прогноз глобального потепления. А вторую половину Джорджо Париси за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов. And you see the new Nobel laureates on the screen above us. Here are some brief bio data. Shukuro Manabe was born in 1931 in Shingu in Japan. He got his PhD from the University of Tokyo, and he is, since many years,
senior meteorologist at Princeton University in the United States. Klaus Hasselmann was born in Hamburg in Germany, also in 1931. He got his PhD from the Georg August Universität in Göttingen, and he's now at the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg. Giorgio Parisi was born in 1948 in Rome, in Italy. He got his PhD at La Sapienza Università di Roma in 1970, and he remains at La Sapienza as professor. With that, I'd like to ask Tor Hans Hansson to make some remarks on behalf of the Nobel Committee. Hans, please. Thank you. So, many of you might believe that physics is only about simple and ordered phenomena, like the Earth in its perfectly elliptical orbit around the Sun, or atoms that are in perfect crystal structures, or electric currents that flow predictably from the socket through the lamps or to your refrigerator. But physics is much more than this. One of the basic tasks of physics is to use basic theories of matter to explain complex phenomena and processes. Like how materials like glass are structured, or what is the development of the Earth's climate. These studies require deep intuition for what structures and what progressions are essential, and also mathematical ingenuity in order to develop the models and the theory that describes them. Things like things at which this year's laureates are true masters. Thank you, Hans. John Wetlaufer, please tell us more about the science behind the prize. The floor is yours. Thank you. From a distance, complex physical objects can appear simple. From atoms to planets, taking a closer look always reveals structure. We are awash in complexity at every scale that we observe. As scientists, we ask, how much detail is required to explain the observations? Must we track every water molecule to explain the ocean? What length scales are important to understand if we are going to see what phenomenon emerge from such a system? One half of this year's prize focuses on the physics of Earth's climate. That's an old topic in physical sciences. It began in 1824 with Fourier. Fourier recognized that the atmosphere of Earth is ostensibly transparent to the visible radiation from the sun, and yet the Earth converts that visible radiation into what he called dark heat, the dark energy of Fourier's time. He surmised that this must interact somehow with the atmosphere to keep Earth warm. Scientists subsequently measured in the laboratory the absorption and emission of what we now call infrared radiation, Fourier's dark heat. And it was to take 70 years before Svante Arrhenius took these observations and these measurements and combined them in the first mathematical model of climate.
And he predicted that if the concentration of greenhouse gases in the atmosphere increased, so too would the temperature of the Earth. Another 70 years, two world wars, and the computer revolution would pass before Shukuro Manabe and his colleagues knit together this web of processes, including key aspects of the atmosphere's thermodynamics and dynamics, and made the first prediction, reliable prediction, that if you double the carbon dioxide in Earth's atmosphere, the Earth's surface temperature would increase by 2 degrees Celsius. At about the same time, Edward Lorenz taught us about chaos, that the weather is chaotic. It evolves rapidly and becomes unpredictable after about a week. Could it be that Lorenz's chaos was noise to the climate? So thought Klaus Hasselmann. He made the analogy between the rapidly varying weather and the slowly varying climate and Brownian motion from Einstein's theory, whereby rapid collisions of water molecules with pollen grains displace them slowly over time. He then predicted that the weather on timescales of days influences the ocean on the timescale of years. He went further with these ideas, and he constructed a systematic statistical way to compare measurements, observations, and models to extract the fingerprints of particular physical processes in the climate system. Galileo peered into outer space with his telescope. Giorgio Parisi peered into inner space with mathematics and asked questions about apparently banal materials like glass that were deep and impacted many areas of physics. We're used to taking a liquid like water and cooling it under normal circumstances. It freezes into a periodic, well-ordered structure. However, if we freeze the liquid very rapidly, it becomes another body. We call it amorphous. It has attributes of both solid and liquid. We can understand the difference between these systems in daily life because we see them in glasses all the time. Glasses fracture like a solid and yet flow like a liquid. We can consider their energies, their energy landscapes. The periodic solid has a simple landscape. A particle in a bowl can only find one place to rest. In a glass, the landscape is complex and rugged. It's not clear where particles will reside. They are frustrated. Giorgio Parisi studied a magnetic version of a glass called a spin glass. Imagine that we can decorate this triangle with magnets that can either have their north poles up, north poles down, or they can flip between north up and north down. Okay. However, we have the stricture that no two corners can have the same orientation. So when we place the third, it breaks the stricture, it breaks the rule. So another one must flip, which drives the flipping of another one, and so forth, forever. The system is perpetually frustrated. Giorgio Parisi tamed this frustration, this complicated landscape, by building a deep physical and mathematical model which was so broad that it has impacted
a vast range of fields far beyond spin glasses. From how granular materials pack, to neuroscience, to how we compute, to random lasers, and to emergent phenomenon far beyond what he envisioned in the 70s when he started this work. Thank you very much, John. And it's now time for questions from you, ladies and gentlemen, in the audience. We hope to have one of our Nobel laureates with us, but I don't know if he is on yet. He is. Okay, very good. Professor Parisi, are you there? Yes, I'm here. Very good. Thank you for being with us. We are in the midst of the press conference. You're welcome. Thank you to you. Okay, you have watched it. Very good. And now we have journalists from Sweden and all over the world, and I'm sure they would like to ask you some questions. Who would like to start? Thomas von Heine. Thank you. Swedish Radio. Swedish TV. Swedish Television Public Service. Congratulations, Professor. Thank you. I'm curious, your part of the prize seems a little bit different from the others, but there is a connection, I'm sure. Could you describe the connection between your half and the other half? Well, during my work, I have studied many effects of disorder and fluctuations, and for example, in about 40 years ago, I did introduce a new phenomenon, what is called stochastic resonance, together with Benci, Sutera, and Vulpiani. That was supposed to give a qualitative description of the phenomena of glaciation, of big glaciation, and give some qualitative explanation of the periodicity of qualitative and quantitative explanation of the periodicity of 100,000 years. So this idea, this was not directly related to spin glasses, but was part of my study of interplay between fluctuation in physical system. Thank you. Thank you. David Keaton over there. From the Associated Press. Congratulations, Professor, on this award. This award comes just a few weeks before the COP26 kicks off in the United Kingdom. Do you have a message for world leaders that will be gathering to take decisions on effects, ways to limit climate change, given the work that you've done, and today as a Nobel laureate, do you have a message for them? Well, I think that it is urgent, it's very urgent that we take very strong decision and we move a very strong pace, because we are in a situation where we can have negative, positive feedback, and that may accelerate the increase of temperature. So it's clear that for the future generation, we have to act now in a very fast way, and not with a strong delay. Thank you. We have to act now. That was the message from Professor Parisi. More questions? Yes, sir. Yes, gentleman over there. Yes, Daniel Ingmo Express, and congratulations, Mr. Parisi. I would like to ask you, thank you, if you were expecting this award and how you reacted when you got the news. Well, I was very happy. I mean, in some sense, I was not really expecting, but I knew that I have some chance, and so what I kept the telephone near me. But I was expecting the phone call, so early, but I was really very happy. I mean, I was not expecting, but I knew that there was some non-negligible possibility.
Der Nobelpreis für Physik geht also an den Amerikaner Shikuno Manabe, den Deutschen Klaus Hasselmann und den Italiener Giorgio Parisi. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Wissenschaftsredakteurin Anja Martini, die die Bekanntgabe in Stockholm verfolgt hat und uns jetzt hoffentlich noch einmal erklären kann, wer und was da heute ausgezeichnet wurde. Ein Preis geht ja auch an den Deutschen Klaus Hasselmann. Was können Sie uns über den Prämierten erzählen? Also Klaus Hasselmann ist Forscher, Klimaforscher, und er hat sozusagen die Meteorologie und die Ozeanologie zu seinem Hauptgebiet gemacht, und er hat Studien gebastelt. Das heißt, er hat Modelle gebaut, wonach man herausfinden kann, wie sich die Erderwärmung verändert hat. Ich gucke hier gerade noch auf meinen Zettel, weil ich mitgeschrieben habe bei der Preisverleihung gerade eben oder bei der Bekanntgabe. Und es ist so, dass er oder ihm wird zugeschrieben, dass er als allererstes herausgefunden hat, dass wirklich der Mensch einen Einfluss auf die Klimaerwärmung hat und dass wirklich diese Klimaerwärmung auch menschgemacht ist. Das ist ja ein Problem, was wir ganz oft hören. Ist die Klimaerwärmung menschengemacht, ja oder nein? Und das hat er vor sehr langer Zeit bereits rausgefunden. Und er selber hat dann der Welt irgendwann gesagt, dass das eigentlich ein Zufall war, weil er eigentlich an einer ganz anderen Aufgabe gearbeitet hat. Aber das war ihm viel zu kompliziert, und deswegen hat er dann eine etwas andere Forschungsarbeit begonnen, und das war dann genau der Punkt. Und so ist er quasi über einen Zufall über diese Forschung gestolpert und hat das herausgefunden. Es geht also darum, Klimamodelle, Berechnungen aufzustellen, wie die Erderwärmung stattfindet und zu wie viel Prozentsatz sie wie stattfindet. Und vor allen Dingen eben das Komplizierte daran ist, man kann es ja nie genau vorhersagen, was für Einflüsse kommen, also wie schnell die Sonne irgendwo ist, also wie erwärmt sich das Klima, das alles zu berechnen und das möglichst genau zu berechnen. Darum geht es, und dafür, für die Modelle dieser Berechnungen, die sehr genau sind, haben die beiden Ersten, Herr Manabe und Herr Hasselmann, quasi jetzt aufgeteilt den Preis bekommen. Und der dann Preis gibt es noch einen dritten. Ja, genau. Der Preis ist ja nämlich geteilt. Die andere Hälfte, für welche Forschung ist dieser Preis denn dann da verliehen worden? Da geht es auch ähnlich um Wiederforschungen, und zwar geht es da um mathematische Modelle, die eben auch genau dahin gehen, ungeordnete Systeme, so heißt das in der Physik, zu sortieren und zu helfen, sie zu sortieren und zu verstehen. Und da ist es eben auch so, das ist Herr Parisi, der den Preis bekommt, dass es da auch ganz viel um die Klimaforschung geht. Also wieder alle drei insgesamt haben versucht, die Klimaforschung erklärbar, fassbar und berechenbar zu machen und uns damit sozusagen auch eine Chance zu geben, das zu verstehen. Also die Folgen des Klimawandels beschäftigen auch die Königlich Schwedische Akademie. Sind die Auszeichnungen nun eine Überraschung? Die Auszeichnungen sind, ich würde das jetzt mal so formulieren, jedes Jahr eine Überraschung, denn niemand weiß vorher wirklich, was da passiert oder wer sozusagen diesen Preis bekommt. Wenn wir aufs letzte Jahr schauen, da waren es schwarze Löcher in der Milchstraße, die ausgezeichnet worden sind, auch an drei Physiker. Und da ist es sozusagen auch dann ein Deutscher gewesen, Reinhard Genzel war es, der Brite Roger Penrose und die Amerikanerin Andrea Ghez. Und das hat auch niemand gedacht, denn im Jahr davor waren es auch schon mal schwarze Löcher, beziehungsweise da waren es das muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, das Universum und der Platz der Erde in unserem Universum. Das heißt, das ging ja zweimal in diese Richtung und jetzt eben in die Klimarichtung. Und das ist alles schon sehr spannend, aber wie gesagt, es weiß wirklich niemand. Das ist wirklich bis zu dem Moment, wo diese Namen genannt werden, das wahrscheinlich bestgehütetste Geheimnis. Wir sind ja in der Nobelwoche. Wie geht es denn nun weiter mit der Verkündung der Auszeichnungen? Also wir hatten gestern schon die Verkündung des Medizin-Nobelpreises. Den hatten wir gestern. Der ist vergeben worden, und morgen wird es nochmal spannend. Morgen ist der Physik-Nobelpreis dran, am Donnerstag ist der Literatur-Nobelpreis dran und am Freitag der Friedens-Nobelpreis. Wir sind sozusagen jetzt weiter vergeben. Erklären Sie noch mal, wie geheim arbeitet das Nobelkomitee? Kann man da Vorschläge machen, wer ausgezeichnet wird, oder wie kommt das Komitee auf die Namen? Also es werden Vorschläge gemacht, aber das alles ist sehr, sehr streng geheim. Das heißt, niemand weiß, wer unter den Nominierten ist. Das wissen auch die Forscher oft selber nicht. Und es wird auch danach nicht bekannt gegeben. Das heißt, die einzelnen Arbeitsgruppen in diesem Nobelkomitee, also die für Medizin, die für Physik, die für Chemie, die haben sozusagen diese Namen und wissen auch um diese Namen. Und dann wird entschieden. Und dann wird es eben sehr, sehr knapp, eben heute bekannt gegeben. Aber danach
erfährt es auch niemand, wer unter den Nominierten war. Das wird für 50 Jahre geheim gehalten. Und dann kann man vielleicht mal nachfragen, wer war denn vor 50 Jahren eigentlich unter den Nominierten beim Medizin-Nobelpreis? Und wann wird es die feierliche Verleihung geben? Die ist geplant, ist sie am 10. Dezember, das ist der Geburtstag von Alfred Nobel und das wird wahrscheinlich wieder so sein wie im vergangenen Jahr. Da war es nämlich auch so, dass diese Feier nicht in Stockholm stattfinden konnte, Corona-bedingt. Und das bedeutet, dass die Wissenschaftler in ihren Ländern ausgezeichnet worden sind und es quasi so eine Schalte in die einzelnen Länder gab und da ausgezeichnet wurde. Das heißt, diese feierliche Veranstaltung, die wird es wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht geben. Dankeschön, Anja Martini, für diese Informationen. Sehr gerne.